Mach da fertig, schmeiß ins System. Können wir nachher gleich. Entschuldigung, weitermachen. Zap, zarab, den Schafen geht's gut. Na. So. Huch. Ach, das war's schon wieder. Na toll. Okay. Dann nehmen wir die Exportbuße. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich die Samen festlegen, was wohin soll. Denn wir brauchen ja nicht mehr alle Seeds. Also wie die Kohle-Seeds, die habe ich glaube ich schon rausgenommen, weil die brauchen wir einfach nicht mehr. Kohle haben wir eigentlich... Oder haben wir hier noch und kommen wir auch schnell wieder ran. So, gucken wir erstmal hier. Was haben wir denn hier alles noch? Ich wollte das noch machen, da noch machen, das noch machen. Hier haben wir übrigens noch weiße Wolle drin. Die nehmen wir natürlich gleich mit raus. So, Kohle-Seeds filtert da schon raus. Ganz artig. Was haben wir denn hier am Wickel? Wir haben Redstone. Redstone nehmen wir mit. Glowstone nehmen wir mit. Redstone, Glowstone, Aluminium. Ah, Ender Lily, Ender Perl machen wir anders. Achso, hier Wasser brauchen wir. Aluminium wäre jetzt nicht so wichtig. Obsidian bin ich mir gerade nicht so sicher. So, Wasser brauchen wir. Obsidian, Copper, Copper. Hm. Obsidian, Redstone, Glowstone, Wasser. Mehr hatten wir noch ja nicht, oder? Oder habe ich jetzt noch welche? Redstone, Redstone, Redstone. Nö. Ja, eine Reihe haben wir noch. Nö. Wo brauchen wir eigentlich Copper in großen Mengen? Ich meine, das ist ja eigentlich jetzt auch real. Wir können ja im Grunde genommen, können wir ja erstmal alles mitnehmen, was wir haben. Weil wir haben ja gerade 9 Felder. So, dann haben wir jetzt 4. 4. 5. 6. 6. Kupfer war ja noch, wa? Wo haben wir denn? Ja, Kupfer. Und dann wollte ich ja eigentlich noch Blei. Ah, gut, wir brauchen ja noch wesentlich mehr nachher. Ist ja jetzt nicht weiter wild. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt... Oh. Kann ich ja im Grunde genommen... alles abreißen. Gut, reißen wir alles ab. Gar nicht so schlimm. So, zack, zack, zack. Wie viel ist denn hier eigentlich noch drin in dem Ding? Huch. Nichts mehr. Alles klar. So. Das haben wir da, das haben wir da. Reißen wir alles ab. Kommt jetzt hier noch irgendwas? Nö. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir hier erstmal rein und werden denn hier... Hatte ich hier schon den Eingang gelassen? Nee, hatte ich natürlich nicht. Habe ich wieder zugemacht. Gut, dann nehmen wir halt von hinten rein. Ja, die Samen tauschen wir ja dann sowieso wieder aus. Soweit, wie wir sie brauchen. Und dann ist doch die Welt in Ordnung. Zap, zarab. So. Wir... Da, ein Exportpass. So, hier kommen dann rein von mir aus Ender Lily Seeds. Gut. Hier machen wir rein. Ja, ich habe da jetzt wirklich tatsächlich kein System oder sowas. So, Obsidian. Haben wir auch. So, machen wir jetzt hier rein. Dann können wir jetzt hier Aluminium reinhauen. Zap, zap, ab. So.
Was können wir jetzt hier reinmachen? Was haben wir denn alles Schönes noch? Wir haben noch Kupfer, haben wir noch. So. Wie gesagt, Kohle brauchen wir eigentlich. Ah, können wir aber erstmal machen. Ich meine, rennt uns ja nicht weg. Wir haben ja jetzt noch genug Platz. Austauschen können wir immer noch. Ich denke nur darum, dass die hier vor allem erstmal überhaupt was machen, damit sie was zu tun kriegen. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt noch Glowstone, Water Seeds und Redstone übrig. Na, der passt doch gerade wie ein Arsch auf den Eimer. So. Redstone, Redstone, Redstone. Was machen wir mit Schafen, die im Keller rumrennen? Du wirst es gleich erleben, mein Freund. So, komm her hier. Das da. Zack, erledigt. Warum habe ich denn jetzt noch einen... Ach, das ist ein Importbus. Genau, so, dit war dit. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Kabel für den Importbus. Für den Importbus, weil wir müssen ja den Ernter versorgen. Sprich, der muss ja sein Kladderadatsche wieder loswerden. Das heißt, wir legen hier einmal Strom hin. Okay. Wir stellen fest. Wir hätten hier auch ruhig ein bisschen mehr wegmachen können. Naja, ist egal. Gut. Hier kommt der... Alter! Jo, sehr schön. Genau. Dann kommt hier hinten wieder die Kiste ran. Hier kommt die Kiste ran. Spuckt alle da rein. Den Strom werden wir dann hier vorne. Den Strom machen wir von unten. Genau. Den Strom machen wir von unten drin. Dafür gibt es ja auch schöne Blöcke. Hier machen wir jetzt den Importbus ran. Das heißt, da zieht er heraus ins System. Das Ding braucht eigentlich nur Strom und vor allem den Tank für die Schlacke. Kann man aus Schlacke eigentlich noch mehr machen, als außer in dem Schlackekessel da, den Kladderadatsch? Schlackige Stein, Hardcore Ender Expansion, okay. Industrial Craft, Schlacke, was macht man damit? Flüssigkeitsschall und Schlackeofen. Reiche Schlacke, Schlacke, ach, dann macht man glubig. Was macht man damit noch? So ein Florb ist mir eigentlich egal. Schlacke Wasser brauche ich auch nicht. Ja, Schlacke Kessel ist klar. Da macht er ja alle möglichen Zeug draus. Sand, Seelensand, kenne ich alles. Dann können wir das Zeug auch eigentlich gleich in eine Void Pipe schmeißen, wa? Würde ich mal so meinen. Na gut, okay. Kümmern wir uns weiter jetzt hier um Stromkabel. So, das kann rein, die Wolle hauen wir da rein, das hauen wir rein. Den polierten Steinziegel, den lassen wir noch. Das kommt da rein, weil das ist happy happy. So, energisierte, haben wir schon wieder 21 Stück. Können wir schon wieder locker ein paar Kabel machen. Sehr schön. So, weiter geht's im Text. Halt. Wir machen jetzt einmal den hier, ME-Kabel. So, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen Wolle wieder im System. Können wir das da machen? So, wieder einmal Redstone, einmal Glowstone. Wieder zu wenig oder immer noch zu wenig. Ah! Na gut. Dann machen wir es eben noch ganz anders. Wir nehmen jetzt einfach mal ein bisschen Glaskabel. Werden das noch schwarz einfärben. Und werden schon mal die
die Pflanzer schon mal halbwegs verbinden. So. Das können wir schon mal machen. Haben wir ein bisschen was zu tun? Kommt trotzdem voran und sind nicht unproduktiv. So, das. Das, genau. Oh, stelle fest, dass die Stromkabel jetzt mittlerweile reichen. Den brauchen wir die Bus noch miteinander verbinden. So, wo haben wir denn? Hier ist der hier. Zap, zap. Ach komm, nehmen wir von ihm hier mit. So. Auch erledigt. Sehr schön. So, dann nehmen wir die Kabel. Ja, brauchen wir keine Gedanken machen. Die Kabel, die fassen eigentlich ja nur 8 Kanäle, sind aber hier bloß 3 belegt, beziehungsweise eben jetzt hier wird und noch ein 4. Kanal, der belegt wird durch den Ernter. Ist aber erstmal egal. Soll uns nicht weiter interessieren. Ist immer noch billiger. Als wenn wir jetzt hier alle auf schlaue Kabel umswitchen und ach nö. Macht auch denn nicht wirklich Sinn. So, den haben wir da. Dann können wir den hier einmal noch da rumlegen. Zap, zarab. Dann ist der auch verbunden. Und die Reihe noch. Und dann haben wir ja schon mal. So, man könnte jetzt natürlich einfach nur, weil von der, von der Kabelmenge so wäre, könnte man jetzt natürlich die Reihe an Ernter und die Reihe an Ernter komplett verbinden miteinander. Hat man nur 6 Kanäle verbraucht von 8. Obwohl, das können wir tatsächlich machen. Dann sparen wir nämlich die dicken Kabel erstmal. Denn hier kommt ja eigentlich nichts weiter ran. Das heißt, man könnte das nicht nur so machen, wir machen das einfach so. Dann können wir nämlich den hier auch abziehen. Dann können wir den auch abziehen. Dann können wir vielleicht so, haben wir den. Na, passt doch. So, dann machen wir da natürlich noch ein Dance-Cable zwischen. Quatsch, ein ME-Konduit. So. Was man jetzt hier machen kann, das zeige ich euch auch. Ist nämlich auch ja nicht so schwer. Das zeige ich euch aber gleich. Erst wenn wir noch ein bisschen Strom miteinander verbinden. Wie viel kriegen wir denn da hin? Konduit, da haben wir doch. Was brauchen wir denn dafür? Können wir uns eigentlich erlauben? Weil dann sparen wir uns auch die Glaskabel. Dann brauchen wir hier nämlich bloß einen Block nehmen. Genau. So machen wir das. Und das Stromkabel, mal, das sind 5000. Wie viel hat er denn hier eigentlich? Wie viel? 8000 RF. Wenn das Ding voll ist, ackert ja ein bisschen. Ja, doch, das könnte theoretisch reichen. Das könnte theoretisch reichen. So, dann machen wir den hier auch noch raus. Dann machen wir uns jetzt ein paar Konduits. Ja, so heißen die Dinger. Von Ender IO. Okay, so, wie viel. Warte mal, diese Quarzdinger hatten wir doch schon. Ne, haben wir nicht verbraucht, siehst du? Haben wir noch ein bisschen was von. Haben wir diesen hier. Dann haben wir noch ein bisschen Fluix, das ist auch in Ordnung. Und diesen Verbindemisch hier haben wir auch noch, ein Leitungsverbinder. Bam! Ja, das war jetzt natürlich wieder äußerst gut. Wenn man seine Maus hinter Kontrolle hat, passiert sowas. So, 52 könnte reichen, müsste sie ja reichen. Tam tadam, tam tadam, tam tadam, tam. So, hier. Da das Problem, wir wollen ja hier
das Glaskabel überschneidend mit dem Stromkabel haben. Dafür gibt es halt diese ME-Conduits von NIO. Und die verbinden. Wenn wir jetzt hier noch ein Stromkabel zwischenpacken, katsching, dann ist das hier auch nahtloser Durchfluss. Wollen wir nichts einstellen, funktioniert so einmal und frei. So, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Stromkabel hin. Das war jetzt blöd. Na, gucken wir mal. So, haben wir einmal diesen hier. Okay, der verbindet sich. Sehr schön. Ja, Vorteil auch bei NRO ist, man kann die Kabel so wunderbar, also mittlerweile bis zu 4 Kabel in einem Block verstecken. Was mir äußerst gut gefällt, muss ich gestehen. So, damit haben wir jetzt hier die Kabel verbunden. Das funktioniert sehr gut. Ah, hier haben wir den geschlossenen Kreislauf. Der ist da, der ist auch da. Der ist auch da. Jetzt sind die 6. Jo. Jetzt, was ich gerade... Nee, der dürfte ja kein Kanal sein. Nee, ist kein Kanal. Alles gut. So, was wir jetzt hier noch machen ist... Das Kabel muss noch bis dahin ziehen. Hey, unendlich viele Kabel gespart. Na, geile Scheiße. Ich fliege eine Feder um mich rum, kann das sein? Macht ihn ja so ein bisschen beschugge. So, jetzt mal gucken, dass wir hier Strom drin kriegen. Aber dafür hatte ich ja extra gesagt, ich mache ja mal unten drunter so ein bisschen Strom. Also ich mache ja immer hier noch so unten so einen Anschluss. Aus gutem Grund. Und den Grund sehen wir gerade. So, jetzt rennen wir ja einfach einmal quer durch die Mitte. So, weg damit hier. Hätte ja fast geklappt. Aber ist ja nicht weiter wild. So, dann können wir nämlich hier das wieder abmachen. Das brauchen wir nämlich ja nicht. Katsching, katsching. Katsching, katsching. Okay. Dann haben wir jetzt wieder das Phänomen, dass wir hier mit einem Konduit arbeiten. Sollte kein Problem darstellen. Zack. Ist das geil. So. Funktioniert doch. Wunderbar, dann kann man nämlich wieder den Strom langlegen. Okay, dann müssen wir eine Etage tiefer gehen, weil der... Oh, Kabel alle? Kabel alle. Brauchen wir nur noch ein paar? Haben wir das gleich geschafft. Ist das schön, ist das schön. So, Bruchstein, den Kies hauen wir raus. Das ist alles gleich wieder was für die Mülltonne. Was wollte ich? Achso, hier. Energisierte Leitung. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Oh, der Binder ist alles. Stimmt, da war ja gerade was. So, das Bindegemisch. Brauchen wir auf alle Fälle noch ein paar mehr. Kannst du das auch durchheizen? Oh ja. Ich habe mir nachher keine Schalldämpfer gemacht. Oh. Ich brauche Upgrades. Machen wir gleich als nächstes. Einfach nur, weil ich es gerade sehe, dass es so ist, wie es ist. So, energisierte haben wir da. Das brutzelt dann nämlich durch. Wir nehmen den Binder. Zack, zack und zack. Okay, war gerade ein bisschen viel mit dem Stack, aber müssen wir mal kurz durch. Brauchen wir bestimmt noch die ein oder andere Kabel. So. Das und das. Das, das und das. Nein, falsch. Das, das und das.
Gucken wir mal. Katsching, haben sie alles Strom. Der hat keinen Strom. Warum nicht? Ah. Hier hört der Strom auf. Ach ja. Natürlich hört der Strom hier auf, weil wir haben ja hier... Zack, wir hätten hier auch ein Konduit legen müssen und dann diesen hier. Und schon... Katsching, läuft. Cool.